Guten Morgen hier aus Lorsch. Wir sind hier direkt hinterm Kloster. Hier bin ich wieder mal unterwegs mit dem Joschi, gell? Ja. Joschi, heute bist du mal wieder mit dabei. Vor einigen Wochen hat der Joschi mich mal gefragt, hey Michael, können wir nicht mal eine Radtour hier bei uns in der Gegend machen? Da habe ich halt mal geguckt und was ausgesucht. Und heute wollen wir mal eine Radtour an der Bergstraße machen, hier bei uns. Und zwar starten wir in Lorsch, wollen dann rüberfahren über Hiddenfeld, Weinheim, so grob gesagt Heppenheim, ja, haben wir uns ausgesucht, Bensheim und dann geht es wieder zurück nach Lorsch. Ja. Und da wollen wir euch ein klein bisschen was vorstellen, was es hier bei uns alles zu sehen gibt. Vielleicht entdecken wir auch mal noch was Neues, gell? Ja. Oder Joschi? Ja, ja, hoffentlich. Ja. Ne? Ja. Auch wir kennen vielleicht nicht alles, ja. Und jetzt machen wir uns erstmal auf hier nach Lorsch und stellen euch als erstes mal Lorsch vor. Auf geht's. Joschi, Daumen nach oben, ja. Perfekt. So, jetzt sind wir hier in Lorsch. Die ersten Besuchergruppe sind auch schon unterwegs. Und zwar sind wir jetzt hier, Joschi, an der Torhalle. Genau, an der Torhalle hinter dem Kloster. Und die Torhalle, das alles hier ist aus der Karolinger Zeit. Und wir gucken uns jetzt noch ein bisschen weiter um hier in Lorsch. Hier am Marktplatz, wo sich alles abspielt in Lorsch. Nochmal einen schönen Blick auf das Rathaus. Und hier kann man wirklich schön verweilen. Hier ist alles dabei. Nach der kleinen Dusche hier im Feld muss ich jetzt erstmal kurz mein Objektiv, glaube ich, sauber machen. So, Joschi, was haben wir jetzt hier? Wir haben hier die Hauptabsperrbauwerk der alten Wechnitz. Genau, und da gehen wir jetzt mal hoch. Eine Weinlagenwanderung gibt es auch hier und hier haben wir nochmal einen schönen Blick auf die Wechnitzinsel. Ein wunderschönes Biotop. Herrenbrücke, die wo über die Wechnitz geht, gibt es einen schönen Aussichtspunkt. Da geht jetzt der Joschi hoch und guckt sich noch ein bisschen die Gegend an. Joschi Wingemo! Gut! Für uns geht es jetzt langsam Richtung Hüttenfeld. Das streifen wir kurz. Aber hier lässt sich's gut aushalten. Jetzt fahren wir schön im Schatten, oder Joschi? Ja. Sehr gut. Irgendwo sind hier Schafe. Ready? Ja. Die sind wahrscheinlich hinterm Gebäude. Ja.
Ach ja, hier geht es ja auch zum Kloster Hagen rein. Da wären wir fast vorbeigefahren. Das schauen wir uns mal kurz an noch. Und hier das Frauenkloster Hagen. Und zwar ist es jetzt zwischen Lorsch und Hüttenfeld. Na, Joschi guckt sich das Ganze von innen an und filmt da auch. So, im Moment streifen wir jetzt gerade hier auf dem Radweg Hüttenfeld. Da vorne kommen wir auf die Bundesstraße und dann geht's weiter Richtung Hemmschbach. Hier kurz vor Hemmschbach gibt es auch Blumen zu kaufen. Kann man sich selber was abschneiden und muss dann hier in die Kasse was reinschmeißen. Eine tolle Sache. Joschi, hältst du Wasser? Ja, hier am Milchhäusl kann man sich am Automat was kaufen. Ja, Freunde, das war doch eine tolle Sache hier an dem Milchhäusl. Kann man sich am Automat alles Mögliche holen. Über die Hausmacher Bratwurst, Kochkäse, Marmelade, Eier, Milch. Hier gibt es alles. Also wenn ihr unterwegs seid, hier an der Bergstraße, verhungert ihr nicht. Oder Joschi? Ja. Ja. Jetzt hier auch etwas weiter schon wieder der nächste Automat bei uns. Und zwar haben wir hier ein SB-Obstverkauf. So, der Joschi hat sich jetzt entschieden, der holt sich ein paar Apfelchips. Wie soll ich sehen? Du musst nochmal drücken, glaube ich. Jawohl, jetzt geht's auf hier. Ja. Und Joschi, was hast du da geholt? Apfelchips. Wunderbar. Sehr gut. Sie. Auch wir verhungern nicht, gell? Ja. Jetzt fahren wir direkt an der Weschnitz entlang auf Weinheim zu. So, jetzt kurz vor Weinheim
haben wir jetzt hier einen schönen Rastplatz gefunden im Schatten. Da lassen wir es uns jetzt ein bisschen gut gehen. Da lässt sich's aushalten. Oder Joschi? Ja. Ja? Halb im Schatten. Ja, sehr gut. So, jetzt werden wir mal die Apfelchips testen, die wir am Automat geholt haben. Geht schwer auf. Dafür habe ich etwas Spezielles dabei. Hier, danke. So, ist offen. So. Probier mal, ja. So sehen sie aus. Schmeckt voll gut. Also Apfelchips am Automat hier sind zu empfehlen, ne? Ja. Sehr gut. So, jetzt fahren wir gerade nach Weinheim rein und da zeigen wir euch mal, was es hier alles gibt, was man hier alles machen kann. So, und jetzt angekommen in der Zweiburgenstadt Weinheim und hier sehen wir auch schon die erste Burg und die heißt? Die eine Burg heißt Winde. Und hier haben wir die zweite Burg. Das ist Wachenburg. Die Wachenburg, genau. Und auf der Wachenburg hat man auch einen wunderschönen Ausblick hier über das ganze Rheintal und Rhein-Neckar-Tal und beziehungsweise Kreisbergstraße. Wunderbare Aussicht. Und da oben kann man auch gut was unternehmen. Das Rathaus von Weinheim. Minigolf kann man auch hier spielen. Ich bin jetzt noch mal kurz hier vorgelaufen. Jetzt sind wir in dem Schlosspark in Weinheim. Der Joschi, der ist vorne noch am Brunnen, ruht sich ein bisschen aus im Schatten. Und hier im Schlosspark in Weinheim lässt es sich auch gut verweilen. Jetzt in der Altstadt Weinheim. Hier ist auch so einiges los. Hier ist es doch recht schön. Jetzt haben wir noch mal kurz angehalten an der Weinheimer Hausbrauerei. Also Weinheimer ist Dialekt und heißt Weinheimer. Und hier kann man auch wunderschön einkehren. Joschi hat jetzt gerade noch was getrunken hinter mir und wir sind jetzt endlich, sage ich mal, aus Weinheim draußen, weil da war ziemlich viel los, gell, Joschi? Ja. Fast zu viel für uns heute. Aber in Weinheim, habt ihr ja gesehen, kann man einiges machen. Was es noch zu sagen gibt, da ist noch ein schönes Erlebnisbad dabei, das Miramar. Da
Da ist auch noch ein See in alles, etliche Saunen, da kann man noch gut was unternehmen. Wir fahren jetzt auch genau parallel an der Bergstraße der B3 entlang. Sulzbach und Hemmschbach haben wir jetzt auch verlassen. Sind jetzt noch mal ein Stückchen durch Hemmschbach durchgefahren. Jetzt sind wir vorne an der B3. Da will ich bloß noch mal an einem Denkmal vorbei, was ich euch schon mal kurz zeigen will. So, an unserem Denkmal sind wir jetzt auch angekommen. Jetzt erkläre ich euch mal kurz, was für ein Denkmal das ist. Und zwar in der Nacht zum 1. Mai 1811 überfiel an dieser Stelle der Hölzerlips, genannt Georg Philipp Lang, mit weiteren 5 Gesellen die Kutsche der von Frankfurt kommenden Schweizer Kaufleute Jakob Rieder und Rudolf Hahnhardt. Der Jakob Rieder ist dann, glaube ich, oder der ist dann, glaube ich, später, nicht glaube ich, der ist dann später auch gestorben. Und die Räuber, die sind dann später in Heidelberg hingerichtet worden. Soweit weiß ich das noch. Okay. Joschi, es wird schon stimmen, oder? Was ich gesagt habe. Ja. Laudenbach verlassen wir jetzt. Und als nächstes fahren wir dann nach Heppenheim. Und jetzt Richtung Heppenheim. Direkt an der B3 entlang, an der Bergstraße. Der ist schon etwas kaputt. Der kriegt jetzt erstmal eine Banane, dass er gestärkt wird. Kreisstadt Heppenheim ist der Reich. Kreisbergstraße. Genau, die Ferienstraße, Bergstraße. Jetzt bei Heppenheim, hier die Starkenburg, die auch immer ein Ausflugsziel wert ist. Der Sparkasse Starkenburg hat heute für Sie geöffnet. Besuchen Sie uns. Gehen Sie die Treppe hoch. Ja, ist das nicht schön, so werden wir in Heppenheim begrüßt. Ausstellung rund ums Geld. Der Eintritt ist frei. So, hier in Heppenheim. Ein Blick auf den St. Peter-Dom. Sind wir auch angekommen hier in Heppenheim auf dem Marktplatz. So, Heppenheim haben wir verlassen, unsere Kreisstadt. Und nächster Ort ist dann auch schon Bensheim.
Straße an der B3, aber es ist trotzdem irgendwie schön zu fahren. Blick auf den Odenwald, die Weinberge. Und jetzt sind wir auch schon in Bensheim. So Joschi, jetzt sind wir in Bensheim angekommen, oder? Ja. Jetzt gucken wir uns noch Bensheim ein bisschen an. Laufen hier durch die Fußgängerzone, Fahrrad. Und dann geht's weiter nach Losch. Gut, alles klar. Bei der Hitze. Aber jetzt ist ja ein bisschen bewölkt. Fällt es vielleicht ein bisschen leichter. Und jetzt sind wir auch hier am Marktplatz in Bensheim. Auch alles schön hier in Bensheim mit den Fachwerkhäusern. Wollen wir uns aber dann langsam wirklich auf der Heimweg machen, Feierabend machen. Denn heute ist Endspieltag der Fußball-Weltmeisterschaft. Ja. Und zwar Frankreich gegen Kroatien. Die Deutschen. Ja. Die Deutschen haben sich ja schon vorzeitig verabschiedet, gell? Ja, aber Südkorea. Gegen Südkorea, ja. Aber trotzdem, wollen wir es halt mal den anderen gönnen, oder? Ja. Schauen wir uns mal die an. Okay, für uns geht es jetzt weiter nach Losch. Jetzt fahren wir direkt neben der Riedbahn entlang. Und zwar die Strecke Worms-Bensheim. Und da kommt auch schon eine. So, zu unserem Abschluss der Radtour sind wir jetzt wieder angekommen hier in Losch. Hier hinter uns ist das Freilichtlabor. Ja, Freilichtlabor ja. Heißt, ja. Lauris Hamm, ein Dorf aus der, auch der Karolinger Zeit, sowie das Kloster, ist hier aufgebaut. Und mit Handwerker aus ganz Deutschland, glaube ich, würde das machen hier. Ja, es geht auch immer wieder weiter. Auch hier lohnt es sich seinen Besuch und es sich mal anzugucken. Eine ganz tolle Sache, oder? Ja. Joschi, du warst schon mal da? Ja, aber nicht bei dem, sondern bei dem anderen von dem Kloster Losch. Ach, da ist auch noch ein Museum dabei, ja? Ja. Wenn ihr mal hier seid, könnt ihr euch schon mal alles anschauen. Okay, wir gehen jetzt Länderspiel gucken, oder? Ja. Mal sehen, wer gewinnt, ja? Kroatien. Kroatien, alla gut, Kroatien oder Frankreich, mir ist es egal. Kroatien. Bis zur nächsten Radtour, das ist vielleicht kein Fußball dann. Alla, ciao.